Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wieder mit euch, Helene Janzer. Und als allererste möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken oder bei euch bedanken für so viele Abonnenten. Ich glaube, ich habe mich vor Monaten im Frühling vorgestellt. Das war vielleicht März oder April, da hatte ich 10.000 und ich habe mit so einem Erfolg gar nicht gerechnet. Und dafür möchte ich euch Danke sagen für diese Treue, für diese Kommentare, für diese Fotos, für alles, was ihr mir schenkt. Und ich bin einfach glücklich, was soll ich dazu noch sagen? Heute möchte ich einen Hasen häkeln. Den Hasen habe ich schon mal auf Russisch gemacht, das habt ihr gesehen. Jetzt habe ich auch endlich mal für euch. Ich finde, der ist richtig süß geworden. Und diese Anleitung, die ist kostenlos, die gehört einer Marina Grigorevska, einem russischen Autor. Dafür möchte ich auch Sie ganz herzlich bedanken, das habe ich auch schon mal gemacht, für diese Erlaubnis, dass ich das hier rausstellen dürfte. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß damit haben. Und ja, diese kleine YouTube-Star ist zu haben. Wenn jemand Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Ihr findet mich auch im Facebook, Instagram, auch im russischen Chat, überall. Das werde ich alles unter meinem Video posten. Die ganzen Daten auch von diesem Auto. Sie hat auch ihre eigene Seite, wo ihr gerne sie besuchen könnt und ihre Arbeiten oder ihre Werke anschauen. Als Dankeschön dafür. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Na, ciao. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wieder mit euch, Helene Janzer. Und als allererste möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken oder bei euch bedanken für so viele Abonnenten. Ich glaube, ich habe mich vor Monaten im Frühling vorgestellt. Das war vielleicht März oder April, da hatte ich 10.000 und ich habe mit so einem Erfolg gar nicht gerechnet. Und dafür möchte ich euch Danke sagen für diese Treue, für diese Kommentare, für diese Fotos, für alles, was ihr mir schenkt. Und ich bin einfach glücklich, was soll ich dazu noch sagen? Heute möchte ich einen Hasen häkeln. Den Hasen habe ich schon mal auf Russisch gemacht, das habt ihr gesehen. Jetzt habe ich auch endlich mal für euch. Ich finde, der ist richtig süß geworden. Und diese Anleitung, die ist kostenlos, die gehört einer Marina Grigorevska, einem russischen Autor. Dafür möchte ich auch Sie ganz herzlich bedanken, das habe ich auch schon mal gemacht, für diese Erlaubnis, dass ich das hier rausstellen dürfte. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß damit haben. Und ja, diese kleine YouTube-Star ist zu haben. Wenn jemand Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Ihr findet mich auch im Facebook, Instagram, auch im russischen Chat, überall. Das werde ich alles unter meinem Video posten. Die ganzen Daten auch von diesem Auto. Sie hat auch ihre eigene Seite, wo ihr gerne sie besuchen könnt. Und ihre Arbeiten oder ihre Werke anschauen. Als Dankeschön dafür. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Na, ciao. Einen wunderschönen guten Abend. Dann wollen wir mal zusammen diesen Hasen häkeln. Die Anleitung gehört einem russischen Autor Marina Grigorevska. Diesen Hasen habe ich schon mal auf Russisch gemacht und jetzt machen wir das zusammen auf Deutsch. Und zwar dafür habe ich gebraucht, ich habe so eine russische Anleitung, die sieht zwar jetzt momentan schrecklich aus, weil ich sie überall mit habe, egal wo ich bin, häkele ich immer mit. Ich war gestern im Schwimmbad, da war sie dabei und dann habe ich schon mal diese Teile gehäkelt. Die Kinder haben gebadet oder geschwommen und ich habe ein bisschen das gemacht, damit ich das weitermachen kann. Ne? Sonst muss ich überall diese Zeit nutzen. Ein bisschen da, dann ist das alles zusammen fertig. Und zwar, was ich dafür brauche. Ich brauche Himalaya Dolphin Babywolle in Color Farbnummer 80419. Habe ich das einmal genommen. Ich möchte ihn diesmal bunt machen. Ich mache einfach nur aus Resten, was ich habe, damit ich die verbrauchen kann. Und dann habe ich so eine Altlila oder Altrose. Ich würde nicht sagen Altrose, sondern Altlila. Es tut mir leid, aber ich habe diesen Etikett nicht. Deswegen, ich weiß, ich kenne den Farbnummer nicht. Ne? Ihr müsst nicht unbedingt das nehmen. Ihr könnt die anderen Farben kombinieren. Und ja, ich habe dann
In der Anleitung ist das so, dass man da ganz normale schwarzen Augen verwenden kann. Ganz normale, die sind so circa 1 cm groß. Und einfach nur schlicht schwarz. Die habe ich auch genommen im russischen Video. Ich möchte aber ganz gerne, weil diese Farbkombination ist so eine Geschmackssache, möchte ich diesen Hasen ein bisschen verschönern. Ne? Und zwar mit anderen Augen. Ich habe mir gedacht, ich nehme diese Augen in Lila, dass sie auch dazu passen dann, ne? Weil der Kopf wird in diese Farbe sein, ein Ohr möchte ich in diese Farbe haben und der Körper wird auch in diesen Color. So, dann würde ich nehmen diese Augen, die sind 16 mm oder eventuell vielleicht diese Augen. Da muss ich mal gucken, was am besten passt. Die Nase werde ich einmal häkeln. Man kann auch Kunststoffnase nehmen, aber ich würde die Nase häkeln. So, wie gesagt, ich habe schon Teile vorgehäkelt. Er wird ein Ohr in diese Farbe haben und ein Ohr wird in diese Farbe sein. Ich weiß es nicht, was daraus wird. Ich habe keine Ahnung, aber ich will mal was ausprobieren und was anderes häkeln. Nicht so wie immer, Standard. Irgendwas, einfach nur experimentieren. Das ist ein Arm, das ist das Bein und das Bein. Ich habe immer der Bein gesagt. Und dann hat mich eine korrigiert, sie meinte, das Beste, was ich in deinem Video finde, das ist der Bein. Okay, das ist das Bein. Ich habe so, ja, somit lernt man das, ne? Das ist wirklich so, ich finde das gar nicht mal so gemein. Ich finde das Gegenteil, weil das habe ich mir gemerkt und so habe ich auch gelernt, diese Artikel, das ist so wie genauso schwer wie für euch vielleicht Endungen auf Russisch. Ne? Das ist richtig schwierig. Deswegen, es tut mir leid, auch nach 20 Jahren kann ich das gar nicht mal so gut. Das Bein, der Arm und das Ohr. Ja, das habe ich schon mal fertig und wir fangen gleich an. Wir werden jetzt die Ohren häkeln. Eins habe ich schon mal gemacht, die sind relativ groß. Den zweiten Ohr mache ich in diese Farbe. Ich habe extra jetzt in diese Farbe schon mal vorgehäkelt, damit ihr das besser sehen könnt, weil im Bund zu häkeln und zu zeigen ist gar nicht mal so einfach. Kann ich auch verstehen. Und zwar, laut Anleitung, wir machen jetzt hier einen Amigurumi-Ring. Und wir häkeln jetzt 6 Luftmaschen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir ziehen das fest, wenn es geht. Und jetzt machen wir verdoppeln. Wir verdoppeln so lange, bis wir 42 Festmaschen haben. Na? Erstmal die erste Reihe, jede Masche verdoppeln. Das heißt, 6-mal verdoppeln. So, 2, 3, 4, 5 und die 6. Also die Nadel Nummer 5 wie immer. Bei mir ändert sich die Nadel nicht. Immer Nummer 5. Jetzt kann man hier den Marker setzen. Und dann häkeln wir jetzt die nächste Reihe eine und einmal verdoppeln. Eine Festmasche, einmal verdoppeln und so weiter. 6-mal, ne? Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine feste, einmal verdoppeln und noch eine. Ihr könnt den Marker dann weiter nach oben setzen, wie es Ihnen besser passt oder wie es euch besser passt. Ich kann mich nach Maschen richten. Ich sehe 2 jetzt Festmaschen und so ein Haken, das ist die Verdoppelung. So, weiter machen wir jetzt 2 Festmaschen und einmal verdoppeln. Und das 6-mal. 2 Festmaschen, einmal verdoppeln.
Wir machen jetzt bis Ende der Reihe. Die nächste Reihe machen wir 3 feste Maschen einmal verdoppeln und das 6-mal. Die nächste Reihe machen wir 4 feste Maschen einmal verdoppeln und das 6-mal. Und dann noch eine Reihe mit 5 feste Maschen einmal verdoppeln und das 6-mal, die ganze Reihe. Dann haben wir 42 feste Maschen. Wenn wir diese 42 feste Maschen haben, ne, dann häkeln wir 8., 9., 10., 11., 12., 5 Reihen unverändert. Ja? Wir machen jetzt erstmal verdoppeln bis dahin und dann häkeln wir noch 5 Reihen unverändert, 42 Festmaschen. Und dann werden wir die Abnahmen machen. Dann sehen wir uns hier wieder. Okay? So, ich habe jetzt einmal die 5 Reihen gehäkelt und 42 Festmaschen. Wir machen jetzt ab dieser Stelle ab Abnahmen. Das heißt, wir häkeln jetzt 5 Festmaschen Abnahme und das 6-mal die ganze Reihe. Wir kommen dann auf 36 Festmaschen und dann häkeln wir weiter 5 Reihen unverändert. Und das wird sich immer wieder wiederholen, bis wir dann am Ende 12 Festmaschen haben. Das heißt, wir nehmen jetzt ab 5 Festmaschen Abnahme, das 6-mal, dann machen wir 5 Reihen unverändert. Die nächste Reihe mit der Abnahme machen wir 4 Festmaschen und dann Abnahme und das 6-mal die ganze Reihe und dann machen wir einmal 5 Reihen unverändert. Und das so weiter, bis wir 12 Festmaschen haben. Wenn wir das haben, dann sehen wir uns hier wieder. Und dann sieht das so aus. Das heißt, jedes Mal werden die Abnahmen gemacht und dann 5 Reihen unverändert, dann wieder Abnahme nach und nach und dann 5 Reihen unverändert, bis wir hier ankommen, wo wir 12 Festmaschen haben. Wenn wir diese 12 Festmaschen haben, häkeln wir wieder 5 Reihen unverändert. Wir legen das zusammen und häkeln das an beiden Seiten. Dann ist unser Ohr fertig. Ja? Wenn wir das fertig gemacht haben, dann sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. So sehen die Ohren aus. Ich habe jetzt gemerkt, dass diese Wolle oder diesen Ohr habe ich ein bisschen lockerer gehäkelt als den. Den habe ich gehäkelt vor 2 Tagen. Heute habe ich ganz anderen Druck in der Hand. Und man merkt, dass man kann es richtig sehen, dass ich hier Abnahmen gemacht habe, hier Abnahmen gemacht habe. Das ist nie so schön. Man muss versuchen, immer lockerer zu häkeln, aber ich häkle immer fest. Naja, dann ist es halt so. Ne? Hier sieht man das nicht so doll, weil es bunte Farbe ist. Hier kann man das sehen. Die ganzen Macken, würde ich das sagen, das soll nicht zu sehen sein. Da, wo wir Abnahmen machen, ein bisschen lockerer häkeln, damit man diese Übergänge nicht sieht. Ich sehe das ein, gebe es zu, so ist es und ich lasse das so. Aber die Ohren sind soweit fertig und wir machen jetzt einmal den Arm. Und zwar dafür nehme ich diese Farbe und wir wollen, ich muss Anleitung gucken, ne? Ich kann das nicht aus dem Kopf, weil ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich habe das einmal nur gemacht, auf Video mir nicht. So, wir fangen mit Luftmaschen. Wir nehmen 4 Luftmaschen auf. Und zwar 1, 2, 3, 4. So, dann häkeln wir in diese Masche. Ich habe diese hier oben. Ich habe diese und ich gehe in diese rein und häkele 2 Festmaschen. 1, 2. In die letzte mache ich 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Die Arbeit wird gedreht und dann aufpassen, wir haben hier ein kleines Loch. Ne? Wenn wir die Arbeit drehen, wir haben ein Loch und da ist die nächste. Wir gehen hier rein und häkeln eine Festmasche. Und in diese letzte hier machen wir einmal verdoppeln. So. Die nächste Reihe. Ihr könnt hier Marker setzen. Ich kann das so mich orientieren. Wir machen, das ist jetzt 1/2. Meine Zunge will nicht schnacken. Wir machen in diese Masche verdoppeln. 1,
2, dann häkeln wir eine Festmasche, dann machen wir dreimal verdoppeln. 1, 2, 3. Dann machen wir eine Festmasche und zweimal verdoppeln. 1, 2. So, jetzt machen wir eine Festmasche, das ist die nächste Reihe, ne? Und einmal verdoppeln. Dann 3 Festmaschen, 1, 2, 3 und einmal verdoppeln. Dann machen wir eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Dann machen wir 3 Festmaschen, 1, 2, 3 und einmal verdoppeln. Die Reihe ist zu Ende. Wir haben 19 Festmaschen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. So, weiter. Ups, pardon. Weiter. Wir häkeln jetzt 5 Reihen, je 19 Festmaschen. Jetzt würde ich hier für mich sogar auch Marker setzen, damit ich dann die Reihen nicht unbedingt nachzählen muss. Ich muss trotzdem nachgucken, aber nicht unbedingt nachzählen. Und wir häkeln jetzt einfach nur 5 Reihen unverändert. So. Das ist die erste Reihe. Dann die zweite und so 5 Reihen, ja? Wir haben noch 4 Reihen und wenn wir das gemacht haben, machen wir dann Abnahmen. So, ich habe jetzt diese 5 Reihen gehäkelt und jetzt machen wir Abnahmen. Und zwar, wir häkeln erstmal 7 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt machen wir eine Abnahme. Dann machen wir eine Festmasche und eine Abnahme. Und wieder 7 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Die nächste Reihe machen wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 2 Abnahmen. Eine. Zweite. Eine Festmasche. Und wieder 2 Abnahmen. 1, 2 und dann 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt 13 Festmaschen. So, und jetzt machen wir, wir füllen das auf jeden Fall mit Watte auf. Wir haben 13 Festmaschen und wir häkeln jetzt 9 Reihen unverändert. Dieses Teil hier. Dann legen wir das richtig zusammen, dass dieses Teil hier nach links oder nach rechts guckt. Ne? Und dann
häkeln wir an beiden Seiten. So. Und zwar diese Füllwatte, ich finde sie richtig toll, die federt richtig gut. Die habe ich von, ich habe das schon mal gesagt, auch von IKEA. An der Kasse liegen solche Kissen 40x40 und die sind toll. So, und dann, wenn ihr das ein bisschen hier gehäkelt habt, dann kann man dieses Teil so formen. Ne? Machen wir nachher noch ein bisschen Watte rein. So wie hier. So, wir häkeln jetzt 9 Reihen, genau, 9 Reihen unverändert. Und dann legen wir das zusammen und häkeln wir das an beiden Seiten. Und dann ist unser Arm fertig. Okay, das können wir alle selbstständig machen. Da müsst ihr nichts abnehmen oder zunehmen. Einfach nur 9 Reihen häkeln. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich möchte auch diesen Hasen eine weiße Nase machen. Nicht in Schwarz, sondern weiß. So wie diese Wolle, die hatte ja so weiß und lila. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Und vielleicht auch mache ich das aus Himalaya. Ich werde nachher euch zeigen, ihr nehmt ganz normale Baumwolle oder Acryl in Schwarz, so richtig dünnen Faden. Und dann zeige ich euch, wie man so eine Nase häkelt. Ich habe diesen Arm mit Watte befüllt bis dahin. Hier muss flexibel sein, bitte. Weil das muss am Körper so anliegen, ja? Gut, jetzt kann man das sehen. Jetzt kann man das richtig formen, dass es rund aussieht. Noch ein bisschen Watte da rein. Und immer formen, dass es rund aussieht und an einem Arm, den Arm ähnlich ist, ne? So richtig schön formen. Und wir häkeln jetzt die restliche Reihe. Insgesamt 9 alleine. So, so sehen die Arme aus. Die sind auch fertig. Ohren sind auch fertig. Und jetzt machen wir. Jetzt machen wir einmal diesen. Dieses. Dieser. Der. Das. Dieses Bein. ist egal. Füße. wir machen einfach Beine. So. Ich fange jetzt laut Anleitung, das wird ohne extra Farbe darunter gehäkelt. Ich möchte es ganz gerne, weil ich das alles kombinieren möchte mit dem Körper, mit den Ohren und dann wird auch noch weiße Nase sein. Ne? Wir machen jetzt 7 Luftmaschen. Das wird ein bisschen kompliziert sein, diese Muster oder diese Anleitung. Die ist nie so ohne. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. So, jetzt machen wir in diese Masche, ab diese Masche, 5 Festmaschen. 2, 3, 4, 5. So. In diese letzte 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Die Arbeit wird gedreht und jetzt häkeln wir 4 Festmaschen. Hier ist das Loch, hier daneben. Nicht in diesen Loch rein, sondern daneben. 4 Festmaschen. Eine. Hier ist ganz schlecht zu sehen, deswegen einfach nur mit Gefühl irgendwo hin. 2. Ich mache das wirklich irgendwo hin. Ich sehe da gar nichts. 3.
4. Und in diese letzte, hier ist noch eine, die letzte, machen wir einmal verdoppeln. So, hier setzt euch bitte den Marker und wir häkeln jetzt weiter. Wir machen jetzt einmal verdoppeln. Dann häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir jetzt 3-mal verdoppeln. 1, 2, 3, dann 4 Festmaschen, 1, 2, 3, 4 und dann machen wir 2-mal verdoppeln. 1 und die 2. So, sie schreibt hier nicht, wie viele Maschen wir haben, aber ich werde die einmal durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nächste Reihe. Machen wir eine Festmasche. Einmal verdoppeln. 5 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal verdoppeln. Dann 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Dann einmal verdoppeln. Dann 5 Festmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, einmal verdoppeln und 2 Festmaschen, 1 und die 2. Und wir haben 24 Festmaschen. Nächste Reihe. 2 Festmaschen. 1, 2, einmal verdoppeln. Dann 5 Festmaschen und einmal verdoppeln und das 3-mal. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. Das war einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. 2-mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und verdoppeln. 3-mal. Dann haben wir 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Wir haben jetzt 30 Festmaschen. Ich setze hier schon den Marker. Da werde ich selbst irritiert schon. So, hier ist der Anfang der Reihe. Weiter. Eine Festmasche, dann einmal verdoppeln, dann eine Festmasche, einmal verdoppeln, Festmasche und einmal verdoppeln. Dann haben wir 5 Festmaschen, 1,
2, 3, 4, 5, einmal verdoppeln. Dann haben wir eine Festmasche, einmal verdoppeln. Dann drei Festmaschen und verdoppeln. 1, 2, 3 und verdoppeln. Eine Festmasche und einmal verdoppeln. 5 Festmaschen und verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. 2 Festmaschen. 1, 2. So, wir haben jetzt 36 Festmaschen. Jetzt häkeln wir an Hinterwand 36 Festmaschen einfach so unverändert. Wir werden aber Farbwechsel hier machen. Ich ziehe diesen Faden raus, reiße den ab und dann nehme ich diesen Faden und häkele jetzt einfach nur unverändert an Hinterwand und häkele diese beiden mit. So, ich verstecke das innen drin und mache das so die ganze Reihe an Hinterwand. Nicht hier vorne, sondern da innen drin. So, und das machen wir die ganze Reihe. So, ich habe das jetzt gemacht und jetzt häkeln wir einfach nur 2 Reihen unverändert 36 Festmaschen, ne? Ganz normal. 2 Reihen. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir nachher Abnahmen machen. So. So, 2 Reihen sind gehäkelt und jetzt machen wir Abnahmen. Dafür machen wir erstmal 9 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir jetzt eine Abnahme. Dann machen wir eine Festmasche und eine Abnahme und das 5-mal. Eine Festmasche, eine Abnahme, eine Festmasche, eine Abnahme, das 5-mal. Das war 2-mal. Das ist jetzt drittes. Viertes, fünftes Mal. So, und jetzt machen wir 8 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und eine Abnahme. Wir haben genau 24 Festmaschen. Nächste Reihe. 8 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann machen wir 2 Abnahmen. Eine, zweite, dann 3 Festmaschen,
1, 2, 3, wieder 2 Abnahmen, eine, zweite, 8 Festmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und eine Abnahme. So, wir haben genau 24 Festmaschen. Davor hatten wir 29. Genau, 29 und diesmal 24. Jetzt machen wir 8 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt 4 Abnahmen. 1, 2, 3, 4 und 8 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau 20 Festmaschen haben wir jetzt. Weiter. Noch 2 Reihen mit Abnahmen. Und zwar 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Dann machen wir jetzt eine Abnahme. 1. So, und dann machen wir jetzt 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4 und eine Abnahme. Und wieder 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Wir haben 18 Festmaschen. Jetzt die letzte Reihe noch mit Abnahmen. Nein, wir warten. Wir haben genau 18 Festmaschen. Jetzt machen wir noch die letzte Reihe. 7 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 7. Und wir machen 2 Abnahmen. 1. 2. Und 7 Festmaschen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wir haben genau 16 Festmaschen. Und jetzt müssen wir 7 Reihen unverändert 16 Festmaschen häkeln. Erstmal, guck mal, das ist ein bisschen so kompliziert abgenommen, aber richtig schöne Form, finde ich. Ich fülle jetzt das mit Watte. Auch dabei formen wir den Fuß. Und jetzt machen wir einfach nur 7 Reihen unverändert nach oben. Dann legen wir das zusammen. Legen wir das zusammen und häkeln dann nachher an beiden Seiten zusammen. Total.
total hübsch, finde ich. Man kann auch aus dieser Form nicht unbedingt immer noch Hasen häkeln. Man kann auch daraus ein Bär machen. Man kann einen Hund machen. Fantasie ist ja, hat keine Grenzen. Die Form ist richtig schön. Man kann alles daraus machen. So. Wo ist das? So. Ich habe so ein Gefühl, dass diese Farbe ein bisschen anders ist, obwohl derselbe Packung ist. Habe ich so ein Gefühl. So, und jetzt machen wir einfach nur 7 Reihen nach oben und dann häkeln wir so zusammen fest. Ich habe bis dahin aufgefüllt, ja? So, meine Lieben, die Beine sind fertig, die Arme sind fertig und die Ohren sind auch fertig. Jetzt wollen wir weiter häkeln und zwar weiter mit dem Körper. Der Körper und der Kopf, das wird alles zusammen gehäkelt, ne? Das heißt, wir brauchen da keine Gelenke oder es wird nicht angenäht, es wird alles zusammen gehäkelt. Den Körper möchte ich gerne in diese Farbe machen. Dafür fangen wir wie immer mit Amigurumi-Ring und 6 Maschen, Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir ziehen das fest. Und jetzt machen wir verdoppeln. Wir verdoppeln bis 36 Festmaschen. Ja, das heißt, die letzte Reihe wäre 4 Festmaschen und einmal verdoppeln. Die erste Reihe machen wir. Jede Masche verdoppeln. Das heißt 6 Mal, ne? 1, das ist jetzt der 2, 3, 4, 5 und die 6. Die nächste Reihe. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine feste, einmal verdoppeln. Und das 6 Mal. Feste Masche, verdoppeln. Feste Masche und verdoppeln. Dann nochmal feste und verdoppeln. Und hier nochmal Festmasche und verdoppeln. Ich setze hier einen Marker und dann häkeln wir weiter. Da kommen jetzt 2 Festmaschen und verdoppeln. Eine, zweite und verdoppeln. Und das 6 Mal. Eine Festmasche, zweite und einmal verdoppeln. Guck mal, wie hübsch dieser Rand klappt in Weiß. Eine, na, zweite und verdoppeln. Das machen wir bis Ende der Reihe. Die nächste Reihe häkeln wir 3 Festmaschen und verdoppeln. Das 6 Mal. Und dann noch eine nächste Reihe, 4 Festmaschen und verdoppeln. Wenn wir das gehäkelt haben, häkeln wir dann einfach so eine Reihe 36 Festmaschen ohne verdoppeln. Okay? Dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt diese Reihen gehäkelt. Die letzte Reihe mit verdoppeln war 4 Festmaschen und einmal verdoppelt. Das habe ich 6 Mal gemacht. Dann bin ich auf 36 Festmaschen gekommen. Dann habe ich einfach so eine Reihe unverändert 36 Festmaschen gehäkelt. Jetzt machen wir noch 2 Reihen verdoppeln und dann 7 Reihen unverändert. Aber in diesen Reihen müssen wir die Beine reinhäkeln, ne? Deswegen, wir machen jetzt erstmal noch 2 Reihen mit verdoppeln, dann ein paar Reihen einfach so und dann werden wir die Beine reinhäkeln.
Wir werden jetzt 5 festmaschen und einmal verdoppeln machen. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. Und das so weiter bis Ende der Reihe. Wenn wir hier angekommen sind, häkeln wir die nächste Reihe 6 Festmaschen einmal verdoppeln. Und das 6-mal. Ja? So, ich habe jetzt diese Reihen auch gehäkelt. Ich habe momentan 48 Festmaschen. Wir müssen jetzt laut Anleitung 7 Reihen unverändert häkeln. Die Beine hat sie ja angenäht, so wie ich das verstehe. Wir wollen die Reihen häkeln. Das heißt, wir müssen noch ein paar Reihen würde ich noch einfach so häkeln, je 48 Festmaschen. Das heißt, ich würde 2 Reihen jetzt häkeln und dann werde ich die Beine einarbeiten. Ja? Wir machen jetzt so, dass wir jetzt diesen Marker hier nach oben ziehen oder setzen und wir häkeln jetzt 2 Reihen 48 Maschen unverändert. So, ich habe jetzt diese 2 Reihen gehäkelt. Wir sitzen hier jetzt hinten. Hier möchten wir einmal die Beine rein häkeln. Ich würde ein paar Maschen erstmal einfach so häkeln, vielleicht, naja, ich weiß es nicht, vielleicht 2, 4, 6, 8 Maschen. Vielleicht, ich guck mal. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann nehme ich diesen Bein und häkle das rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7 und die 8. So, jetzt müssen wir hier ein paar Maschen häkeln. Das und ich würde sagen bis dahin irgendwo. Das sind ungefähr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Maschen, genau. Ich würde jetzt 16 Maschen häkeln. Diesen Faden häkle ich mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, so ungefähr. Dann kommt dieser Bein hier an. So, dann sieht man schon so hübsch aus. Ja. Und dann, ich weiß aber nicht, wie viele da hinten bleiben, aber das musste alles symmetrisch sein, auf jeden Fall. Ich mache das jetzt einfach so ohne Berechnen. Ich lege das an, das geht auf die Arbeit oben drauf und wird mit reingehäkelt.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. So, und dann bleiben hier bis hier, eventuell vielleicht acht, ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ach, ist das schön. Das muss ich mir aufschreiben, dass ich... Da 16, da 16, ja. Okay, so sieht das aus. Guck mal. Das wird natürlich mit Watte aufgefüllt und das dehnt sich und dann ist er rund. Aber gefällt mir die Beine, wie die sitzen und tja, sehr schön. Wir haben jetzt hier zwei Reihen gehäkelt und verändert. Dann eine Reihe mit den Beinen. Das sind drei. Da bleiben noch vier Reihen. Vier Reihen laut Anleitung. Insgesamt sieben Reihen, bleiben noch vier Reihen unverändert zu häkeln. Das heißt, wir machen jetzt vier Reihen selbstständig. So, ich habe jetzt diese Reihen fertig und wir machen jetzt weiter mit den Abnahmen. Zwei Reihen machen wir Abnahmen. Wir fangen mit sechs Festmaschen Abnahme und das sechsmal. So wie die nächste Reihe, fünf Festmaschen Abnahme und das sechsmal. Ja, wir machen jetzt hier schon wie gesagt sechs Festmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und eine Abnahme. Dann wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und eine Abnahme. Und so machen wir bis Ende der Reihe. Wenn wir hier wieder hinten ankommen, dann machen wir die nächste Reihe fünf Festmaschen und eine Abnahme und das sechsmal. Die Reihen mit den Abnahmen habe ich jetzt fertig. Jetzt häkeln wir weiter. Darauf achten, dass wir hinten genau am Rücken sind, in der Mitte. Na, ich glaube, ich bin nicht genau in der Mitte, deswegen ich mache noch eine Festmasche. So, bin ich in der Mitte. Und jetzt häkeln wir 12 Festmaschen. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Jetzt machen wir 6 mal Abnahmen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, na, und die sechs. Sechs Abnahmen, das ist genau hier. Am Bauch, die sollten genau am Bauch passieren. Und dann häkeln wir Rest bis Mitte des Rückens nach hinten. Eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, machen wir nochmal 12. So, alles klar. Dann, wir haben jetzt momentan 30 Festmaschen, dann häkeln wir 30 Festmaschen 4 rein. Wenn ihr seht, dass hier diese 6 Abnahmen ein bisschen verschoben sind, dann habt keine Angst, häkelt ein paar Maschen noch nach vorne, dass ihr diese 6 Abnahmen genau am Bauch habt, ne? Nicht irgendwo an der Seite oder so. Das ist nicht schlimm, wenn du eine Festmasche ein bisschen nach vorne verschiebst, ne? Hauptsache, dass diese 6 Abnahmen hier vorne am Bauch passieren. So, jetzt machen wir 4 Reihen unverändert. Einfach so 30 Festmaschen. Dann werden wieder Abnahmen gemacht, ja? So, die 4 Reihen habe ich auch gehäkelt. Und jetzt machen wir eine Reihe mit Abnahmen. Und dann werden wir die Arme reinhäkeln. Wir machen jetzt 1, 2, 3 und eine Abnahme. Und das 6 Mal. 3 Festmaschen, 1, 2, 3 und eine Abnahme. 1, 2, 3 und Abnahme. Und so machen wir bis Ende der Reihe. So, die Abnahmen habe ich auch fertig. Jetzt bitte auffüllen mit Watte. Und dann werden wir gleich eine Reihe einfach so unverändert häkeln. Und dabei werden wir die Arme rein häkeln. Die Arme, die müssen symmetrisch den Beinen sein. Ich habe diese Berechnung jetzt momentan nicht, wie viel. Ihr müsst es einfach nur anlegen und gucken, ne? Ich würde den Arm so anlegen. Das heißt, ich habe hier bei mir, wie viele Maschen? 2, 4. 4 Maschen muss ich häkeln. Ihr müsst gucken, dass ihr ganz hinten in der Mitte sitzt und dann nachher einfach nur anpassen, weil in der Anleitung wird das alles angenäht. So, ich mache jetzt 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Dann nehme ich den Arm. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die 6. So. Das kann man ganz gut sehen, wenn es aufgefüllt ist mit der Watte, ne? Dass es dann nachher richtig symmetrisch sitzt. So, dann diesen Faden mit einarbeiten. Und dann würde ich sagen, ich häkele jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal 5 Festmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, da muss ich jetzt gucken.
Ich habe jetzt meine Watte nicht hier parat und es ist schon 1:30 Uhr nachts wieder. Ich mache das heute zweiten Tag. Ich komme nicht hinterher oder ich komme nicht sofort, ne? So, den zweiten Arm. Wenn ich jetzt in die nächste reingehen würde, ich glaube schon. Oh Mensch, ich habe jetzt meine Watte nicht hier. Oder mein Bastelwatte hier. Und alle schlafen schon. Ich kann das nicht rausholen. So. 4, 5. Ich würde noch eine häkeln. Ihr müsst das gucken, ne, wie es das besser ist. Weil jeder häkelt auch unterschiedlich von der Stärke her oder von Festigkeit. So. Ich versuche jetzt nach 5 Festmaschen das reinzuhäkeln und dann gucke ich, wie das aussieht. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs. So, ich glaube, das passt. Das müssen wir aber erstmal ganz genau sehen, wenn es mit Watte aufgefüllt ist. Aber ich glaube, das wird passen. So, 6 und dann häkeln wir noch ein paar Maschen bis Mitte des Rückens, ne? Und jetzt würde ich wirklich auffüllen und dann habe ich noch 12 Abnahmen und dann fängt es mit dem Kopf schon an. Das mache ich aber morgen. So. Ja. So wird das aussehen. Dass, wenn ihr das auffüllt, immer so richtig an allen Seiten so drücken, dass es rund nachher ist und nicht so spitzig, ne? Aber ich bin der Meinung, das passt jetzt von der von Symmetrie, heißt das? Dass es symmetrisch ist im Bein, das ist sehr wichtig, ne? Dass ein Arm nicht nach da guckt, der andere nicht nach da. So, dann wird das so gemacht, dass die nächste Reihe werden 12 Abnahmen gemacht. Wenn wir 12 Abnahmen gemacht haben, dann werden 12 mal verdoppeln gemacht. Von da an fängt unser Hals an. Ja, und dann machen wir nach und nach wieder verdoppeln. Das heißt, eine Festmasche verdoppeln und das 12 mal. Und dann so weiter und so weiter. Ja, das werde ich nachher euch zeigen. Und jetzt sage ich schon mal gute Nacht und bis morgen. Tschüss.